Und Mundschutz tragen bringt nichts, denn es sind ja eh die reinsten Keimschleudern und wir tragen die Masken ja sowieso alle falsch. Das ist zumindest die Meinung von vielen Kritikern und auch Experten. Alles Quatsch, sagt Hygieneprofessor Zastrow. Wir haben den Test gemacht. Deutschland diskutiert die Maskenpflicht. Ihre Kritiker behaupten, auf dem Stück Stoff würden vor allem Krankheitserreger keimen. Aber was sammelt sich wirklich beim Tragen auf der Maske? Und wie gefährlich ist das? Bild hat zusammen mit dem Hygieneinstitut Berlin den Test gemacht. Könnten Sie Ihren Mundschutz mal abnehmen? Ja. Ich würde einmal abklatschen innen, also da, wo Sie in Kontakt kommen. Ja. Und einmal von außen, ja, weil es einfach jetzt mal die Frage ist, was bleibt eigentlich da hängen an Bakterien, Viren, wie auch immer. Also wir testen vorwiegend auf Bakterien. Wann haben Sie denn das letzte Mal die Maske gewaschen? Das weiß ich selbst gar nicht, muss ich meine Freundin fragen. Wann habe ich die gewaschen das letzte Mal? Vor 3 Tagen, glaube ich. Ja, vor 3 Tagen. Das war schon. Ich habe das nur abgeklatscht mit einem sterilen Agar. Passiert also nichts. Wir testen quasi, was da dann anwächst. Wie reinigen Sie die Masken? Also wir waschen die. Ich habe die jetzt richtig gewaschen. Danach habe ich sie auch heiß gebügelt. Zurück im Labor dürfen die Bakterien auf den Maskenproben mehrere Tage lang ungehindert wachsen und werden dann analysiert. Das Ergebnis ist eindeutig. Wir haben hier im Prinzip im Wesentlichen 3 Arten gefunden. Das waren die Sporenbildner, das waren die Staphylokokken. Und dann noch die Mikrokokken und in einem Fall mal einen coliformen Erreger. Da waren Leute, die haben sie 3 Wochen getragen, die haben die aus ihrer Hosentasche gezogen, die haben die vom Kinn oben nach unten. Aber so katastrophal scheint es trotzdem ja dann dafür nicht zu sein. Nein, das ist deshalb nicht katastrophal, weil die Maske letztendlich, ob sie dann in der Hosentasche steckt oder zu Hause auf dem Tisch liegt, sie ist in einem trockenen Zustand, sie hat keine Nährstoffe, das heißt, die Bakterien können sich eigentlich gar nicht groß vermehren. Ja, also es ist eigentlich so, wie wir das jetzt hier erwartet haben. Und man kann sagen, eigentlich schon, der Mund-Nasen-Schutz ist überhaupt kein Gesundheitsrisiko. Wer das behauptet, irrt ganz gewaltig.